Es ist der 2. April 2010. Deutsche Soldaten rücken aus, um Sprengfallen der Taliban aufzuklären. Zur Mittagszeit geraten sie in einen Hinterhalt, werden beschossen. Wow! Wow, runter, runter, runter! Ja, genau auf dem Dach! Sie fordern Verstärkung an. Auch Augustiniak rückt aus. Einen verletzten Kameraden kann er noch aus dem Kugelhagel retten. Dann explodiert eine Bombe direkt neben seinem gepanzerten Fahrzeug. Der 28-Jährige ist sofort tot. Das war mein einziges Kind. Und dass diese Odyssee jetzt so lange dauert und diese Nachwehen, das tut sehr weh. Also meine Seele, das ist jeden Tag ein Massaker für die Seele. Augustiniaks Tod bewegt damals das ganze Land. Deutschland verneige sich vor ihm, so Bundeskanzlerin Merkel auf der offiziellen Trauerfeier. Doch lange hielt diese Trauer offenbar nicht an. Jahrelang kämpften Augustiniaks Familie und Freunde dafür, dass ein kleiner Platz in seiner Heimatstadt Bielefeld nach dem Soldaten benannt wird. Die Bezirksverwaltung stimmte auch zu. Doch im August sprach sich die SPD plötzlich dagegen aus. Die Begründung der Genossen, man wolle keinen Heldengedenkplatz. Bild berichtete über diese Entscheidung und am Ende ruderte die Partei zurück. Bei einer Sondersitzung der Bezirksverwaltung Brackwede stimmte eine Mehrheit der Politiker jetzt für den Vorschlag. Man freue sich, dass der Platz den Namen von Martin Augustiniak tragen werde. Ein CDU-Politiker zu Bild: Dieser Platz kann künftig ein Ort zum Nachdenken und Erinnern, aber auch von Diskussionen sicherheitspolitischer und gesellschaftlicher Themen sein. Genau darüber möchte ich jetzt sprechen mit Bild-Chefreporter Maximilian Kiewel und mit der Mutter von Martin Augustiniak, Ursula Wolf, uns auch zugeschaltet. Frau Wolf, bevor wir über das Politische sprechen, Ihr Sohn ist in Uniform für Deutschland gestorben. Erzählen Sie uns etwas mehr über ihn. Was hat ihn als Person ausgemacht? Ach, Martin, der war geradlinig. Das war meine Stütze, mein Ein und Alles. Wir haben ein gutes Verhältnis und er hat schon, also als Frühchen ist er zur Welt gekommen. Er war 1100 Gramm, aber 51 Zentimeter und das Kämpfen, das hat er, hat er schon sein Leben lang begleitet. Und bei der Bundeswehr hatte, also der war Soldat mit Leib und Seele, hatte sich einen Weg gesucht, lange gesucht und dann gefunden und das Helfen und naja, es ist eben mein Kind, mein einziges und ich bin ja stolz, dass das jetzt doch ein Gedenkplatz für ihn noch so errichtet ist und dass das doch ein gutes Ende, dass das letzte Mosaikstein noch zugefügt worden ist. Entschuldigen Sie, ja. Ja, Max, ein Happy End. Wir haben es gerade gehört am Ende. Jetzt doch gibt es den Platz mit seinem Namen, aber das war nicht einfach. Es sah jetzt vor kurzem nicht danach aus. Was genau ist passiert, seitdem die SPD gesagt hatte, sie wollen nicht, dass dieser Platz nach dem Soldaten benannt wird? Genau, also du hast es gesagt, man muss vielleicht nochmal zurückspringen. Dieser schreckliche Anschlag in Afghanistan liegt ja schon 10 Jahre zurück. Seitdem kämpft Frau Wolf, Freunde und Angehörige von Martin Augustiniak darum, dass dieser Platz kommt. Und es gab eigentlich eine Zustimmung dafür. Die hat die SPD dann in letzter Sekunde im August zurückgezogen. Wir haben darüber berichtet, auch weil das einfach ein politischer Skandal war. Das ist klammheimlich gemacht worden. Frau Wolf selbst hat davon aus den Medien erfahren. Niemand hatte sie angerufen und gesagt, dieser Platz kommt doch nicht. Und nun also nach der großen Berichterstattung, viele Leute haben sich engagiert. Herr Lars Klingbeil, der SPD-Generalsekretär, hat sich eingeschaltet. Und am Ende hat also die lokale SPD-Führung eingeknickt. Und gestern Abend ab 19 Uhr gab es eine Sondersitzung und da ist nun endgültig entschieden worden, der Martin-Augustiniak-Platz kommt nach Bielefeld. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.